Horst-Challenge Werdenberg 2018 auf dem Areal vom Reitverein Werdenberg. 65 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus verschiedenen Teilen der Schweiz sind hierher gekommen, mit ganz verschiedenen Rossen und natürlich mit einem riesigen Wagenpark. Ein Haufen Helferinnen und Helfer haben es erlaubt, um das hier durchzuführen. Eine riesige logistische Leistung. Horst-Challenge ist offen für alle Altersklassen, also für Ross, für Pony, für Maultier, Esel, eben alle Rassen sind willkommen. Horst-Challenge ist etwas, das man nicht unterschätzen darf. Es ist wirklich sehr interessant. Etwas für Gross und Klein. Die Vera Lippuner hat mir gesagt, um was es hier geht. Horst-Challenge ist ein Turnier, wo es vor allem um Harmonie geht mit dem Ross, um Vertrauen zueinander, miteinander und verschiedene Hindernisse zu bewältigen, wo man verschiedene Disziplinen macht, reiten oder geführt und Gelassenheit. Und gell, das sieht alles so relativ einfach aus, aber es drückt noch, gell? Ja, es drückt schon, weil man ist dann halt auch nervös und das überträgt sich auf das Ross. Es hat daneben viele andere Leute und viele andere Ross, die halt viel mehr Einflüsse sind und nicht so wie daheim ist. Daheim geht es meistens recht gut und wenn man da ist, ist es immer anders. Also wenn du das Kloster dann so irgendwie Ausritt machst, wie kriegst du schon manchmal so Hindernisse? Also das ist auch eine gute Übung, gell, natürlich. Ja, eben. Auch mit Ausreiten hat man verschiedene Hindernisse, wie grosse Steine, wo es schwierig ist zum teuren Reiten. Aber man muss es immer wieder üben und das Vertrauen kommt und dann wird es jedes Mal besser. Und wenn man nie hergeht, kommt es auch nicht besser. Also man muss einmal so anfangen. Jetzt habt ihr vor einer Kollegin zugeschaut, der ist in alles so ganz rund gelaufen, ja. Gell? Regt man sich denn auf in dem Moment? Man regt sich im Moment auf, meistens über sich selber, weil das Ross halt schon mehr, also weniger Fehler macht, mehr halt, weil man selber Fehler macht. Aber am Abend ist dann alles wieder vergessen und es ist schön, wenn man wieder heil heimkommt und alles gut gegangen ist, ohne Verletzungen. Was für einen Einfluss hat es der Transport? Man muss gleich vom Kloster so runterfahren, natürlich mit dem Henker, das so einladen, ausladen, ist wahrscheinlich auch schon ein Störungsfaktor, oder? Ja, es ist ein Störungsfaktor, gerade bei meinem Ross. Wir haben immer ein bisschen Schwierigkeiten zum Einladen. Aber mit Ruhe und viel Zeit geht das gut. Man muss halt auch genug früh abfahren, dass es keinen Stress gibt. Es gibt allgemein einen langen Tag, aber das geht gut. Jetzt gibt es Bodenarbeit, dann gibt es Glasszeit und dann kommt nochmal etwas, gell? Gritte gibt es noch, genau. Ja, Gritte, genau. Und dann noch der Glenn, das Gelände auch Ja, ins Gelände gehen wir auch und dann gehen wir miteinander, gell? Dann gehen wir miteinander, man darf nicht allein, aus Sicherheitsgründen. Heute ist es, glaube ich, etwa eine Stunde Ausritt, wo man auch noch 3 Posten macht. Dort weiss man nicht, was kommt. Ja, genau. Also alles in allem so eine Überraschung. Aber gleich mal lässig, gell? Ja, sicher lässig, gerade bei diesem Wetter. Und in einem anderen Gelände sein, ist immer gut. Jetzt sehen wir hier vor allem die Disziplinen, die daraus geführt wird. Aber ich nehme an das Kloster, so gibt es eine Haufen Möglichkeiten zu ausreiten, gell? Also ich nehme an, das ist mehrheitlich schon auf und reitest dort, oder? Ja, also wenn wir gehen ausreiten sowieso, gerade im Winter mit dem Schnee gefällt es mir sehr gut, das Kloster. Aber auch auf dem Platz gehen wir natürlich üben, verschiedene Freiheitsarbeit, um das Vertrauen aufzubauen. Das bringt sehr viel Freundschaft und Verbindung zum Ross. Ja, so ein Horse-Trail fängt eben weit vorher an, bevor man an die Competition geht und eben schaut, wie gut es geht. Das fängt hier an, zum Beispiel dort, wo man das Ross eingestellt hat, zum Beispiel dort, wo man Freunde hat, zum Beispiel eben dort, wo man üben kann. Zum Beispiel bei der Claudia Schwendener auf dem Sachshof. Ja, mit der Claudia Schwendener und der Brigitte Widmer geredet. Du, Brigitte und Claudia hier schnaufen zum Beisten, zum Tuts. Das ist auch euer Leben, gell? Rita. Ja, das ist ja so. Also nicht unbedingt das Ritten, mehr Tross allgemein. Tross allgemein, ist Leben, ja. Jetzt ein Horse-Challenge, was ist denn das Spezielles? Ja, es ist nicht wie ein Springturnier, wo es um schneller, höher und weiter geht. Oder auch nicht ein Dressurturnier, wie man es sonst so kennt. Sondern es geht wirklich mehr darum, auch das Ross als Partner zu gewinnen und mit dem Ross zusammen zu arbeiten. Okay, das sieht man so, das ist ja wichtig. Ich wollte gerade sagen, wir sehen es richtig, wie die hier eigentlich gerne würden, etwas tun mit uns, etwas arbeiten. Genau. Und ja, wir machen und bei mir putzt es auch mal an. Also wenn da die Kamera sich bewegt, schnuppert am Stativ rum, gell? Ja, Angst haben sie hier keine. Ja.
auf dem Turnierplatz sieht es dann ein bisschen anders aus, die ganze Atmosphäre. Genau, gell? Und zum Teil, gell, sie können es zu mir her, ein Stativ her, ohne Angst. Aber dort, vor dieser Matratze, oder weißt du, dort wie hat es das geheißen, weißt du, wo es geritten sind, dort haben sie manchmal auch. Jetzt fängt man ein Problem gehabt, gell? Jetzt hat man eins voll ein Tor gestreichelt. Darum hat es ein bisschen gewackelt. Wir lassen das einfach alles mal rein. Dort hat es so wie so ein Wassergraben mit Pepflaschen simuliert. Dort hat es brutal Probleme, gell, Brigitte? Mhm. Ja. Es ist halt schon noch, es ist speziell, wenn es eine andere Umgebung ist. Also man kann es auch wenn man es übt auf dem Platz, zum Beispiel jetzt hier, wenn wir es üben, dann kann es gut gehen. Und dann, wenn man auf einen anderen Platz geht, andere Umgebung, ja, dann ist man selber noch ein bisschen nervös. Ja. Stachelt das Ross vielleicht dann auch noch ein bisschen an. Ja. Ist es schon eine Herausforderung. Und hat dazu nicht geschonnen natürlich, gell? Es hat blendet natürlich. Da kommen auch so Sachen noch dazu. Ja. Ja. Also und dann halt Geräusch, Musik, Lärme, all das halt rundherum. Du, Brigitte, ich muss dich suchen zwischen den Rostern. Entschuldigung, Claudia, kommst du ja gerne nicht mehr raus. Du, Claudia, welches ist jetzt dein Ross eigentlich? Alle sind es ja nicht, oder? Also, nein, mit der, wo ich jetzt das ja die Möglichkeit hatte zum Starten, die steht jetzt gerade auf der Weide raus. Die hält dort raus. Ja. Ja, mit ihr ist sie ist nicht so eine einfache, aber ich habe einfach Freude, den Tag mit ihr verbracht zu haben und zu schauen, was man könnt und was geht. Also was heisst nicht so eine einfache? Ja, sie hat schlechte Erfahrungen gemacht. Sperrst du in der Box rein, ist schwierig, wenn sie herkommen, oder? Für mich nicht. Also am Anfang war es sehr schwierig. Sie ist immer ausgewichen. Also man konnte sie kaum anlangen. Ja, ja, ja. Mittlerweile sind wir dort ein ganz gutes Team. Also sie kennt mich und alles. Aber halt dann eben so Aufgaben noch machen, die Vertrauen verlangen und alles. In einer anderen Situation ist es meistens noch schwierig. Daheim funktioniert es recht gut. Ja. Und darum muss man das auch auswärts ab und zu mal ein bisschen machen, um weiterzukommen. Und gell, bei der Horse-Challenge, da muss man sagen, da geht es nicht um die Zeit, gell? Nein, es soll nicht um die Zeit gehen. Du, kommt mir ganz komisch vor, wo sind denn die Rassen? Jetzt bist du auf einmal nicht du da. Sag jetzt mal, also redest du noch weiter? Was wir sind jetzt auf der Weide raus. Ah, jetzt. Aha, ja, okay. Also da geht es überhaupt nicht um die Zeit bei der Horse-Challenge? Nein, geht nicht um die Zeit. Also wir wollen lieber, dass es die Aufgaben langsam ausgeführt werden, dafür korrekt und entspannt und willig vom Ross vor allem. Ja. Und lernen tut das Ross ja eigentlich auch noch, wenn es gelassen ist. Und dass in Ruhe etwas lernen kann. Und gell, es braucht halt schon Platz. Also, wir sind jetzt hier, wie sagst du, da. Das ist der Auslauf vor dem Stall, gell? Und hinten ist ja weit natürlich. Ja, also ich habe jetzt hier quasi so einen Paddock-Auslauf, wo unsere Gruppe von 6 Rossen zusammenstehen. Tag und Nacht. Jetzt kommt es wieder, Achtung! Ja, gut! Weil noch gekrebelt werden. Genau. Ja. Und dann haben sie den Stall, wo sie selber schlafen können. Und den Sommer durch. Und im Winter, wenn es genug Schnee hat, dann dürfen sie auch eigentlich immer auch noch einen Teil der Weide etwas haben. Aber so, eigentlich ist es ein Glücksfall, dass der Vater lieber Traktoren hat, gell? Und jetzt schon die Weide nicht, der Platz nicht, oder? Ja, man könnte auf der Weide Gemüse abpflanzen, man muss nicht Gras wachsen. Ja, das ist so ein bisschen Kompromiss. Jetzt hast du das organisiert, gell? Mit der Brigitte zusammen, mit einem Haufen anderen Helferinnen und Helfer, also eine riesige Organisation, gell? Leute von fast allen Teilen der Schweiz sind dort hergekommen. Ja, also in der Ostschweiz gibt es die Horse Challenge ja erst also um 2016 habe ich das erste Mal gemacht. Jawohl. Und der ist sehr gut angekommen, weil es hier in der Gegend das halt noch nicht so gibt. Und dann haben wir gefunden, das probieren wir nochmal, machen wir nochmal weiter. Und es wäre halt schön, wenn es auch noch andere Leute gäbe in der Gegend. St. Gallen umeinander oder Zentralschweiz hat es ab und zu mal eins gehabt, aber ist vor allem in der Westschweiz bekannt. Was ein bisschen schade ist. Also es wäre schön, wenn noch ein bisschen mehr. Aber von Neuenburg sind sie auch gekommen, gell? Wie? Von Neuenburg sind sie auch gekommen, gell? Zum Teil. Recht weit hergekommen. Also wir haben sogar international gehabt. Genau. Eine ist vom Österreich hergekommen. Genau, die habe ich sogar gefilmt. Ja. Beim ersten Posten vom Geländelauf, die ist von Dornbirn gekommen. Genau. Ihr hat es auch sehr gut gefallen. Genau. Und ich hoffe, wir können das so weiterführen und das weiter vor allem auch vielleicht noch bei Zuschauern ein bisschen Anklang findet. Dass es, auch wenn es jetzt halt nicht so mit Action und Power und so ist, dass es wirklich Anklang findet, indem dass man sieht, wie schwierig das gewisse Aufgaben sind für so ein Ross- und Pferdemensch-Team zu bewältigen ist.
Gut, ich meine nicht so Action, ich meine, wenn man ausreiten geht, wenn man rosset, wenn man das geniesst, dann ist das eigentlich die Realität, oder? Ins Gelände rausgehen, vielleicht die Gefahren auch sehen, mit den Gefahren können umgehen, das ist eigentlich die Realität. Also die Realität ist ja nicht, sagen wir, ein Concours oder so etwas zu machen, oder? Ja, also es gibt auch eine gewisse Rossrealität, die auf dem Platz stattfindet. Und, da gibt es auch ehrgeizige Ross, die das einfach wo Action suchen, oder? Ja, das, also selbst gibt es sicher auch, selbst gibt es sicher auch, ja. Aber also für mich ist der Horse Challenge natürlich, ich finde es toll, weil es geht wirklich nicht immer ums Höhere. Das ist dann etwas, was ich auch finde beim Sportler, bei den Leuten. Also sie entscheiden sich selber, wie weit an die Grenzen das gehen. Und bei den Ross ist es halt so, dass wir eigentlich entscheiden müssen, wie weit wollen wir gehen. Wie weit mögen sie es auch körperlich machen. Ist uns Brigitte eigentlich abhanden gekommen, oder? Da hinten ist sie. Sie ist mit ihrem Rössli am Kuscheln. Brigitte, das ist jetzt dein Rössli, gell? Ja. Weißt, ich muss jetzt so zu meiner Schande bekennen, also für mich haben die Rosse Farbe, sie sind ein bisschen grösser, ein bisschen kleiner. Keine Ahnung. Brigitte, was ist denn da für ein Ross, das du hier hast? Musst du mal ein Mikrofon herheben, gell? Ja. Das ist ein Haflinger. Was ist das? Ein Haflinger. Mein Gott, ja, mein Haflinger hat viel ein kleiner Stockmass. Ja, ja, er ist schon einer von der Grösseren, gell? Aha, ja. Ja, jetzt hat der Brigitte wieder verdeckt. Also, du hast glaube richtig eifersüchtig, wenn du redest, gell? Ja, er hat gerne, wenn man ihn streichelt, ja. Aber ich glaube, das ist jetzt ein Ross, das recht sagen wir, einfach zu handhaben ist, oder? Nein. Nicht? Ist er also, ein bisschen vorwitziger? Er nicht, nein. Ja. Nein, man muss schon das Handling haben. Aha. Ja. Er kann sehr, sehr, sehr sicher klare Durchsagen machen. Also wenn man selber unsicher ist und nicht weiss, was man wirklich will, dann macht er selber. Gell, ich komme beim Horschens brutal darauf an, wie du auf die Hindernisse zugehst. Gell? Ja. Selbstsicherheit gell, von Reiterin. Übrigens, Brigitte, es sind alles Frauen gewesen. Was ist da eigentlich los? Nein, es hat noch Männer gehabt. Echt? Es hat Männer gehabt. Dann habe ich die verpasst. He? Ja. Zwei Männer hat es gehabt, ja. Sind die kleineren Rosse ein bisschen mutiger, ist, habe ich gedacht. Also, wenn es so um eben so die Wassergräben geht, mit Bettflaschen simuliert, die Matratze und so. Sind die Ponys, ein bisschen mutiger? Ja. So die Kategorie. Ja. Die sind schon... Ja... Ich will mich jetzt da nicht zu fest aus dem Weister lehnen. Ja, das ist ja klar. Es ist jetzt ein bisschen verallgemeinig, aber sind sicher selbstsicherer und ja, vielleicht auch neugieriger, ich weiß es nicht. Du, letzte Frage. Weißt, es ist immer gerne nicht so einfach, um da aufzusteigen. Gell? Also, wenn ich Claudia anschaue, hinten dran, die ist ein Kaiba klein. Also, du kommst sicher nicht rauf. Meinst du, sie kommt das rauf ohne deine Hilfe, Brigitte? Ja. Meinst du auch? Machst du es vor? Mal aber, auf ihn kommt man rauf. Schon? Also, es gibt dann schon die Ross, die ich dann finde, ja, okay. Also? 1,80. Mal auf so einen kommt man schon rauf. Du schaffst sonst bei der Spitex so nebenbei, gell? Wenn du nicht gerade vollamtlich auf dem Ross oben sitzt und ausreiten gehst. Also weißt, manchmal hört man ja auch, es gibt ja da in der Gegend auch, weißt, auch von relativ bekannten Reitern Unfälle. Also gibt es das bei euch auch? Dass wir von der Spitex aus haben, das habe ich jetzt bis jetzt noch nicht erlebt. Nein. Pferdeunfälle noch gar nicht? Nein. Nicht? Nein. Ja. Rollstuhlfälle und so? Nein, dann eher TÜV. Aha, ja, oder Ski. Gut. Skifahrer, Snowboarder. Dann haben wir immer das leidige Thema, gell? Wenn es mal ein bisschen mistet, dann sollte ihr das zusammen suchen. Also ich habe gesehen, dort unten am Platz haben wir sofort zusammen gesucht. Aber gell, wenn du Musiker bist, dann muss man vielleicht auch mal sagen, so einfach ist das eben nicht. Man kann nicht jedes Mal runtergumpen und dann ein Kessel dabei haben. Können schon. Claudia, wo bist du? Können schon. Wow. So, gib mir schon das Mikrofon, das wäre das ganze neue Ding. Weißt du, da müssen wir es vielleicht sagen, das ist übrigens natürlich Claudia, Tochter von Hans-Peter Schwende, der Stadtrat in Buxtehude. Das heisst, mit anderen Worten, hättet ihr schon gesagt, der Misch musst du auflesen. Also, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich finde es auch nicht korrekt von den Reitern, wenn sie auf dem Trottoir reiten, was man offiziell auch nicht dürfte. Was ich aber auch verstehe, ich würde jetzt auch nicht auf einer 60er-Strecke auf der Strasse reiten, rein von der Sicherheit her. Aber wenn halt das Ross dort mal muss, dann finde ich es nicht zu viel verlangt, dass man auch mal geschwind absteigt und das halt mit dem Schuh ein bisschen in den Grasrand oder nebenan schiebt. Nicht, dass dann nachher die mit dem Kinderwagen oder so da durchgehen und einen riesen Haufen auf der Strasse haben. Also, das möglich ist es schon. Muss sich einfach ein bisschen an den Nase nehmen. Wir haben es hinten dran PS gesehen und PS gehört. Gell? Im landwirtschaftlichen Betrieb gell, ist es fast ein spezielles Hobby geworden. Ross. Hobby? Ja. Ja, also ich kann natürlich nicht von der Ross leben, muss ich es so sagen. Ja, für mich ist es ein Hobby.
Ich habe auch noch ein paar Pensionsrassen neben meinen zwei eigenen Rassen. Und ja, ich mache das eigentlich auch, weil es mir gefällt. Und also, eben, leben davon sicher nicht. Ja, ja, das ist ja ein Hobby bei uns. Ja. Pension im Monat immer etwa 600 bis 700? ja, also meine Leute zahlen dort Vollpension, 650 Franken. Ja, ja. Das ist also sehr, sehr günstig. Ich kann mich vor 20, 30 Jahren erinnern, ist es etwa gleich teuer gewesen. Ja, ich sage jetzt so, mit dem, was ich biete, bin ich so ein bisschen in der normalen Preisklasse. Man muss natürlich auch immer ein bisschen schauen, was die Konkurrenz umeinander. Ja, ja, aber ich finde es okay. Ich habe lieber Leute, die unkompliziert sind, die man gut miteinander auskommen. Ja. Dafür sind sie schon langjährig da. Hey Claudia, jetzt muss ich mich fragen, hast du jetzt schon ein älteres Ross, gell? Nein, die ist erst, sie wird 4 im Herbst. Echt wahr? Aber du, die hat ja, die hat ja Pelzhufschuhe an. Was ist denn da für ein Ross? Das ist ein Shire Horse. Was? Ein Shire Horse? Ein Shire Horse, jawohl. Du, das ist ja wahnsinnig, diese Schuhe. Der muss keine Hufschuhe anlegen auf dem Tier, hä? Hufschuh hat nichts mit dem Fesselbehang zu tun. Ja, wenn sie dann, sie soll, also es ist das Ross von meinem Freund und sie soll irgendwann von der Kutsche eigentlich laufen. Und was wir dann mit dem Huf machen, ob sie dann reintragen muss oder ob es eine andere Lösung gibt, das müssen wir dann schauen, weil ja, das ist natürlich schon ein enormer Abreib auf so einem Tier. Also jetzt merke, wenn ich zwischen den beiden Rossen stehe, zwischen dem, was hast du gesagt, Haflinger, gell? Und jetzt zwischen dem Scheierhaus, also das ist schon wirklich ein Unterschied, das ist tatsächlich. Das, ja, also das letzte Mal, wo wir sie gemessen haben, hat sie einen 78, glaube ich, gehabt. Das ist 10 cm höher als der Haflinger etwa, ha? 78 und der Haflinger hat 1,52, 53. Ah, so, ja, ja, ein grosser Unterschied. Du, Claudia, mal vorläufig die letzte Frage. Wie ist es denn da mit Ausreiten? Woher gehst du einmal? Ja, je nachdem, was wir ein bisschen trainieren. Also vielleicht nicht gerade jetzt, Scheier hörst du, du hast zu warten. Jetzt auch, ja. Kommt ein bisschen darauf an, was wir trainieren wollen. Also wir haben natürlich sensationelles Gelände auch ein bisschen im Höger oben, im Berg oben. Ah, sogar, was ja, sehr ja, gut ja ist für die Hinterhand. Nicht gefährlich, kannst du nicht auf und ab, wenn es nass ist und so? Nein, es gibt vielleicht Strassen, wo man ein bisschen schauen muss, wo dann ein bisschen sumpfig sind. Dann meidet man halt die ein bisschen, aber es hat mehr als genug anderen Weg. Dann hat es natürlich noch das Feld draussen, muss man halt die Hauptstrasse überqueren, was halt ja eben auch wieder ein bisschen Horst-Challenge-Aufgaben sind, genau, im Gelände draussen. Ja. Können mit dem Strassenverkehr und mit dem Alltag und mit den Häusern und wenn das Auto abspritzt etc. können damit umgehen. Ja, wir wollen ja keinen Unfall. Genau. Und dann sind wir aber dann sind wir schnell wieder im Feld draussen und haben dort ein recht schönes Gelände, auch schöne Flüsse, um da durchzugehen. Mhm. Aber wenn man eine Weile lang immer am gleichen Ort ist, dann ist es überall so, dass man findet, ein anderer Ort ist schöner zum Gogoriten. Ja, genau. Ja, liebe Leute, dann schauen wir uns auf die Bilder von Horse Challenge an. Wir machen einfach mal ein bisschen Musik dazu und schauen, dass es gibt verschiedene Disziplinen. Es hat natürlich auch unglaublich viele Reiterinnen und Reiter gehabt. Es hat verschiedene Schwierigkeitsgrade gegeben. Aber auf das gehen wir jetzt alles nicht speziell ein, weil gerade mitmachen kommt irgendwie vor dem Gewinn und vor der Rangliste. Gell? Ich glaube, das ist ja so, oder? Genau. Also ich sage auch immer, Hauptsache Spass haben, einen schönen Tag mit dem Ross verbringen, anerkennen, was das Ross für einen alles macht, bereit ist zu machen. Und nach meiner Meinung nach müsste es. Ja, mal so. Ja, genau. Ich glaube, es ist momentan ein bisschen eher eine Challenge. Ja. ja, es geht wirklich um das Mitmachen. Ist genau. Schön. Meiner Meinung nach müsste es keine Rangliste geben, weil jeder steht dort, wo er steht. Und was mir halt besonders gefällt beim Horse Challenge ist Bewertungsblätter, wo drin steht, was man verbessern könnte. Genau. Also dass nicht einfach nur so, jetzt hast du einen Fehler gemacht, jetzt bist du nicht mehr gut, sondern dass man halt sieht, welche Fehler genau und sich verbessern kann. Es ist echt schade, es strahlt mit der Kleinen, wie heisst er da? Die Rose heisst. Und schlägt und tut. Aber wirklich sehr, sehr geil, liebes Rössli da, ja, muss ich schon sagen. Wobei, gell, ich muss es ganz ehrlich sagen, weißt, ist du lieber um die Rosse rum, als da oben sitzen? Ja, ich finde jetzt auch, man muss nicht immer da oben sitzen. Ja, die haben auf jeden Fall, also beim Horse Challenge ist das ganz anders. Also ich wär kein Hindernis, ich wäre eindeutig kein Hindernis, gell? Nein, sie sind jetzt da gerade recht ein bisschen so verschmuset. Die werden jetzt alle ein bisschen kuschelt und putzt werden. Oder halt vielleicht auf, ja, immerhin. Also für mich ist das jetzt wirklich eine schöne Bestätigung. Normalerweise weichen die Leute eher raus, mit der Kamera kommt, aber da ist es jetzt mal ganz anders, gell? Ja, warte, das sollen wir nochmal schnell draufnehmen. Wie heisst der Haflinger eigentlich? Das ist der Mister. Mister? Mister, jawohl. Hoi, hoi, hoi. Ja, in dem Fall. He? Und du bist eben die Mrs. Claudia Schwendener, die eben Horse Challenge organisiert hat. Gibt es wieder einen, meinst du?
Ja, wir sind am Diskutieren. Wir würden es schon gerne machen. Es ist halt, wie du sagst, es braucht viel Helfer. Mhm. Es braucht Zeit, um alles zu organisieren und aufzubauen. Ja. Und es wäre schon schön, wenn wir es wieder durchführen könnten, aber das müssen wir zuerst noch Pro- und Kontraliste machen. Hey, stopp, nein, das machst du mal schnell. Kommt die Linke hinterher. Kommt das bringst du nicht mehr her. Meinst du, das setzt sich von der Linke hinterher. Er kann es auch auf der anderen Seite. Rechts auch noch. Die Hinterhand lüpfen. Mach so schön. Wunderbar. Ja, du, Brigitte, noch die letzte Frage. Das wäre für dich kein Problem. Das Rössli würde ich die rechte Vorderhand dort voll schnell drauf tun. Aha. Dort, wo er will. Genau, das ist es eben so. Also, nein, wir sind da noch nicht so weit, dass wir so... Also Brigitte, hast du die Männer so nicht gegriffen? Was ist los? Darum hat Claudia nur Frauen. Gut, jetzt schauen wir ein paar Bilder vom Horse Challenge. Und auch natürlich viel Vergnügen mit deinem Ross als Ross. Als Jahr durch, gell? Danke. Jetzt müssen wir aufhören. Er putzt. Ja, Kunststücke haben sie putzt. Sie haben genau gewusst, wenn der mal endlich weg ist mit der Kamera und dem Mikrofon, dann dürfen sie raus auf die Weide. Eben beim Saxhof bei der Claudia Schwendener. Und natürlich eine wunderschöne Weide, da dürfen sie sich austoben und eben miteinander auf Weg gehen. Und dann sind wir einen Tag vorher, nachdem wir das Interview am Nachmittag gemacht haben, eben zum Horse Challenge gegangen. Und damit ihr ein bisschen wisst, um was es da geht, das ist jetzt Bodenarbeit. Also ihr seht, es gibt hier 8 Aufgaben in verschiedenen Kategorien. Es ist relativ kompliziert, man muss sich genau mit dem beschäftigen. Also vorwärts zum Schritt über den ersten Fächer, vorher zum Schritt über beide Fächer, dann im Schritt Pferd rechts führen etc. und so weiter, dann eben Slalom im Schritt rechts beginnend und so weiter, je nach Kategorie wieder ein kleines bisschen anders. Ja gut, ihr könnt das ja selber lesen, nur damit ihr seht, wie kompliziert das ist, was man genau muss machen. Und für alles gibt es natürlich eben eine Note, es wird gerichtet. Aber es geht nicht unbedingt um Zeit, es gibt zwar eine Maximalzeit, aber das ist kein Problem, um die einzuhalten. Es gibt aber Punkte, aber es geht nicht unbedingt um diese Punkte, sondern es geht wirklich darum, wie genau passen eben Ritterinnen und Ritter und Ross zusammen. Es muss irgendwie ein Paar sein, eine Einheit, eine Harmonie. Man will eben auch, dass eben das Ross nicht einfach ein Sportgerät ist, sondern dass eben die Liebe zum Tier im Vordergrund steht. Ja. Und wenn ihr es hier seht, dann geht es weiter. Irgendwann gibt es wieder einen Stopp. Und um ganz genau zu wissen, was jetzt das Ross muss machen und die Ritterin, muss man das durchlesen. Es gibt natürlich dann eine Parkour bei dieser Bodenarbeit, wo genau in der Skizze festgehalten ist, was man muss machen. Das war jetzt ein 90-Grad-Dreieck neben der Stange gewesen. Dann also eine Vorhandwendung neben der Stange 180 Grad. Das sollte dann wahrscheinlich jetzt kommen. Oder... Nein, das ist jetzt eine Hinterhandwendung neben der Stange 180 Grad nach links und rechts. Gut, ich weiß nicht genau, ist es so nicht alles gerade so gewesen, wie es jetzt sollen sein, oder habe ich gesehen, ist das falsch? Und dann stopfen am Brett, rechts vor der Bein aufs Brett stellen und nachher noch beide vor der Bein auf je Brett stellen und so weiter und so fort. Und so geht es dann weiter, muss dann über die Wippe laufen oder muss dann antraben beim Polygon über Stangen und so weiter. Und so geht es auch weiter von einem Hindernis oder respektive von einer Übung zur nächsten. Sehr, sehr schwierige Übung, habe ich das Gefühl gehabt, gerade in dieser einfachen Kategorie. Also das drückt alles, es geht alles viel, viel einfacher aus, als was man jetzt hier denkt. So Züche, wie sich viele das vorstellen, einfach am Ross Züche und dann soll es kommen, das geht absolut nicht. So braucht es schon ein gewisses Flair als Pferdeflüsterin und sonst läuft über den gar nichts. Ja. Auf jeden Fall, natürlich ist es auch ganz wichtig, dass das Ross eben auch sehr vorsichtig ist, dass es zuerst einmal schnuppert, schaut, wie ist denn das Hindernis schaffen. Ist gerade auch wichtig im Gelände natürlich, wenn es noch darauf ankommt, dass eben auch die Sicherheit gewährleistet ist für das Pferd und für die Ritterin und für den Ritter. Und darum ist es natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass das eben sich auch dementsprechend so abspielt. Für mich eindrücklich, auch wenn es mal nicht gerade so geklappt hat, wie es hätte sollen, die ungeheure Geduld, die die Ritterinnen hatten mit dem Pferd. Also, man hat schon gemerkt, also, das ist eine Einheit, eine Harmonie, da ist eine gewisse Liebe, eine gegenseitige vorhanden. Man weiss, man ist abhängig voneinander. Oder? Natürlich gerade, wenn man einen Ausritt macht oder wenn man miteinander unterwegs ist. Und dann nachher gibt es Lob, wenn es dann wirklich mal geklappt hat. Und, aber nicht irgendwie Schnorris oder etwas, ein böser Blick oder irgendetwas, wenn es dann nicht tun hat. Also es ist wirklich einfach etwas Schönes. Horse Challenge. Am Anfang hat man gedacht, was geht denn da ab? Es ist manchmal auch schwierig, um sich jetzt da überhaupt ein bisschen daran zu gewöhnen, was man da alles machen sollte. Aber nachher ist man schon bewusst, so, das ist alles gar nicht so einfach. Es braucht wirklich eine riesige Übung, ein gegenseitiges Vertrauen, auch der Gutwillen und Toleranz
so etwas mal nicht geht. Manchmal ist vielleicht das Ross schuld, manchmal ist vielleicht auch die Reiterin, der Reiter selber schuld, weil man zu wenig mutig an etwas hergegangen ist. Ja, es ist wirklich nicht einfach. Aber was soll ich euch jetzt hier alles kommentieren in diesen verschiedenen Kategorien? Ja, ich mache nachher einfach Musik. Ihr könnt euch selber vorstellen, ihr seht sicher mit der Zeit auch, was hätte ich sollen gehen, was ist gut gegangen, wo gibt es Schwierigkeiten, wo ist über Ross auch sehr, sehr vorsichtig und wo hätte man vielleicht dies und jenes anders sollen machen oder vielleicht noch ein bisschen üben. Ja. Und in der Zwischenzeit, wo die Bodenarbeit war, habe ich noch mit der Meierstocker von Flash geredet. Meierstocker, wenn wir das hier anschauen, der Parkour, mal muss mit der Vorderhand auf der Brettchen mal drüber steigen und so weiter, das ist schon relativ kompliziert, oder? Ja, es braucht es einfach auswärts. Daheim klappt alles immer ganz, ganz gut, weil dort sind sie in einer gewohnten Umgebung und auswärts ist halt immer so wie Aufregung und Zuschauer und ja, ein anderer Platz, fremde Rasse. Ja, also ich finde es schon noch anspruchsvoll, vor allem vom Boden. Du kommst jetzt von Flash, gell? Natürlich genau. Ein super Gebiet zum Ausreiten. Aber so geführt machst du das dort oben auch? Gehst du im Rhein entlang und dazu suchst du so. Also wir machen viel im Winter, im Sommer weniger wegen der Zecke. Gehen wir so Trail, also wir gehen in den Wald und dann stellen wir uns selber so Sprüngli auf oder eben auch so Holzbrettli im Boden. Findest du allerlei im Wald, vor allem nach dem bösen Sturm hat es allerlei umgeworfen, Bäume und so. Und so Naturhindernisse ist für das Ross auch noch lässig. Und für halt so Paar oder Horsemanship, also so für die Festigkeit zwischen Bezüchung Ross und Führer. Da zeigt sich dann schon, gell, wie gut das Ross und Reiterin und Reiter zusammenspielen, gerade bei der geführten Aufgabe hier bei der Bodenarbeit. Ja, genau. Eben, ob es bei dir ist, und ich meine, das Ross ist ein Herdentier und wir können es nicht ganz ersetzen, aber nachahmen und ja, einfach Bezüchung so stärken. Und auch bei der Gelassenheit, gell? Ein Flash oben kommt mal ein Hund entgegen, ein Velofahrer, ein Spaziergänger. Oder also, ein Felsbrocken oben auch. Genau. Ja, genau. Das heisst, also, es ist wirklich nicht einfach nur ein Spiel, sondern es ist wirklich Nein, es ist für das allgemeine oder alltägliche Gebrauch auch im Gelände, eben, um sicherer zu werden. Weil das Pferd als Fluchttier braucht halt schon Sicherheit. Am liebsten aber tun wir schon gleich aufsitzen und reiten, oder? Ja, beides. Also macht auch Spass vom Boden. Manchmal auch mit dem Velo mit dem Pferd oder joggend mit dem Pferd. So ein bisschen alles, allround. Es war mit ihren beiden Mädchen da. Ja. Und wir sind reingegangen in die Reithalle. Dort war Gelassenheit gefragt. Also, eben, hat Hindernisse können sie bewältigen, auch wenn es mal raschelt, wenn mal ein bisschen goldige Farben da sind, wenn es vielleicht mal ein bisschen blinzelt und Geräusch macht. Und ihr habt gesehen, vorher hat das Ross zuerst gar nicht will, aber die Reiterin hat sie eingekriegt, eben mit viel, viel Geduld. Alles wird bewertet, Kampfrichterinnen natürlich. Und eben jetzt hier geht es um Geräusch. Was macht es aus, wenn mal so etwas ein Geräusch da ist, scheucht es dann gerade, ist ja dann auch gefährlich für die Reiterin und für die Reiter. Und dann geht es nachher weiter zu ganz einem speziellen Posten beim Film. Zuerst gar nicht richtig gemerkt, was geht denn da ab. Also hier kommt jetzt ein Stopp und dann zeucht sie da eben an einer, so einer Schnur, an einem Seil. Und ich habe hinter einem anderen Hindernis gar nicht so richtig gemerkt, was da abgeht. Aber Soss hat sofort etwas gesehen, eine Gefahr aufs Zukommt. In der Tat, also ganz eine grosse Gefahr, hat man das Gefühl. Aber nein. Es ist ein Schaukelpferd. Ein kleines Schaukelpferd, ja. Also sensible Ross sind es natürlich. Und das ist auch sehr, sehr wichtig, dass eben so Ross eben auch sensibel reagiert. Und dann ist weitergegangen zu dem Wassergraben. Das ist ganz ein grosses Hindernis gewesen. Ich glaube, in dieser Kategorie hätte man nur müssen neben dem Wassergraben, also zwischen Stange und Wassergraben durchlaufen. In anderen Kategorien dann durch den Wassergraben durch. Also eine grosse Herausforderung. Da sehen wir jetzt, eben das Ross hätte sollen zwischen dem schwarzen Wassergraben und der Stange durchlaufen. Aber auch mit viel, viel Liebe, mit viel, viel Geduld ist das da einfach nicht geraten. Aber da gibt man dann eben keinesfalls auf. Man probiert es immer wieder von verschiedenen Seiten. Die Möglichkeit hat man übrigens beim Horse Challenge auch. Man kann es mehrfach probieren. Es gibt nicht nur gerade eine Möglichkeit. Und wenn es dann nicht geht, ja, dann geht man weiter zum nächsten Hindernis und bemüht sich dort wieder. Da rastelt es natürlich auch Plastik und so weiter. Also das drückt natürlich eben auch die Farbigkeit. Also ja, ich weiß nicht, was einem Hirn von so einem Ross vorgeht, aber ganz sicher etwas sehr, sehr Aufmerksames, etwas sehr Sensibles. Und dann hat es detektiert, es ist keine Gefahr da und geht weiter. Hoppla, jetzt der Bär, der kommt. Etwas sehr Spezielles natürlich, und man will immer genau wissen, was ist denn da dahinter, schnüpperlet, macht, tut. Ja, und dann ist es darum gegangen, das Ross zu parkieren.
Und eben mal ein bisschen allein zu lassen, bleibt es auch mal ein paar Sekunden stehen und dann die Ritterin müssen, glaube ich, dreimal Seilig kumpen. Es ist noch passiert, dass das Ross während dem Seilig kumpen von der Ritterin davon gelaufen ist. In dem Fall hat es so wunderbar harmoniert. Faszinierend zum Zuschauen. Und dann habe ich mit der Jasmin Graf geredet. Die war mit dem Rocky da. Jasmin Graf, du marschierst aus der längsten Zeit schon mit deinem Shetty-Mix, gell? Ist noch relativ ein Rassungsrössling, gell? Ja, er hat relativ viel Temperament. Also gerade die Bodenarbeit wird eine Herausforderung sein, ja? Ja, kommt darauf an, wenn er sich gut konzentriert, dann wird es kein Problem sein. Aber wenn er dann alles lustig findet, dann, ja, dann steht er dann mit seinem Temperament sich selber ein bisschen im Weg. Wie übst du das? Daheim mache ich viel und ich nehme viel mit dem Grossen mit zum Gussreiten. Also er hat eigentlich genug Bewegung, obwohl man es nicht so ansieht. Und gell, wenn man es so anstellt, jetzt ist er auf einmal ganz ruhig. Ja, he? Er ist sich jetzt zusammen extra. Das ist ein mediales Ross eindeutig, gell? Es ist bei der Gelassenheit ist mir aufgefallen, hat es so ein schwarzes Rechteck und dann rechts davon hat es so einen Balken und da musst du durchlaufen. Das ist relativ kompliziert anscheinend. He? Ja, also ich schaue jetzt, was er macht, aber ich denke, für ihn wird das kein Problem sein. Kann man mit dem auch reiten? Nein, er wird erst 5 und jetzt haben einfach immer nur an der Hand dabei. Ich will ihn dann schon mal einreiten lassen. Aber weil er erst 5 wird, ich warte gescheiter noch ein bisschen, weil die Pony brauchen ihn eher ein bisschen länger zum Wachstum. Dann gehst du mit ihm raus ausreiten und nimmst dann ihn auch mit? Ich nehme ihn auch mit, ja. Und er ist meistens an der Spitze mit ausreiten. Sepp kann man gut vorstellen. Ja, er hat auch von der ganzen Gangart her, gell? Ist ein zackiges Rösschen. Ja, so. Sehr, ja. Er ist ein cooler. Sepp ist eindeutig. Du, es ist mir aufgefallen, da jetzt bei dem Horse Challenge, das ist ja wirklich auch eine Geduldsprobe generell und muss viel üben. Es sind vor allem Frauen da, oder? Ja, ich denke, für die Männer ist das zu wenig interessant. Obwohl es gerade in der Realität, wenn man ausreiten, gell, wenn man diesen Hindernissen begegnet, diesen Gefahren, doch sehr interessant wäre, oder? Ja, eigentlich schon, weil es ist auch eine reine Vertrauensbasis, die man aufbauen kann. So. Und man sieht dann auch natürlich, gell, wie Ross und Ritter wirklich zusammenspielen, oder? Ja, also eben auf jeden Fall, ob das Vertrauen dann auch da ist. Und eben auch der Gehorsam, weil sie müssen ja am Boden wie auch auf dem Ross folgen. Und gehorsam war er, der Rocky hat lange warten, bis er dran ist. Bodenarbeit hat er hervorragend gemeistert und hier in der Halle Gelassenheit ebenfalls. Sogar das mit dem Wasser hat super geklappt. Die Jasmin Graf hat dort allerdings natürlich auch alles eingesetzt. Ihr werdet es sehen, schaut doch einfach zu. Thank you.
Hervorragend, anders kann man nicht sagen. Bravo, Rocky. Und dann haben wir gewechselt von der Gelassenheit zum Trail beritten. Und das ist noch sehr interessant, noch mal ganz etwas anderes. Also, ihr seht jetzt, da holt man zuerst die Last, ich weiß nicht, so einen Sack, glaube ich, holen. Und dann nachher läuft man rum und legt den Sack wieder zurück und so geht es dann weiter. Ganz interessant bei diesem Parkour, und da habe ich das Gefühl, ich hatte ganz, ganz schwierige Hindernisse gehabt, das ist eben das mit der Matratze. Ihr seht das dann noch. Da haben die Ross doch sehr gescheuchert, sich nicht traut, auf diese Matratze raufzugehen oder auch nicht traut, zum Beispiel über das Wasser, über die Steine durchzugehen. Ein Hindernis mit Pepflaschen, die Sonne hat natürlich reingeleuchtet, es hat geknistert. Es hat zwei, drei Rösser gegeben, anscheinend kleine, die habe ich verpasst, als ich in der Halle drin war und ich Klasse gefilmt habe, die durchgegangen sind. Ansonsten hat sich einfach das grosse Können von diesen Ritterinnen gezeigt, auch dann, wenn die Ross nicht genau das wollen, was sie halt wollen. Und es hat sich auch gezeigt, eben, was sie dann von diesen Hindernissen alles probiert haben, um die Ross gleich ein bisschen zu animieren, mehr Mut zu haben, darauf zuzugehen. Aber vielleicht ist es ja auch gut, dass die Ross einen gewissen Respekt haben vor so Hindernissen. Ja, schauen wir einfach mal zu. Es ist wirklich sehr interessant. Etwas muss man sagen, beim Horse Challenge, und das merkt ihr sicher auch jetzt bei diesem Beitrag. Es ist nicht unbedingt Action. Man muss auch ein bisschen Zeit haben, man muss Freude haben und schauen, was die Ross können. Das ist also nicht das Gleiche wie Concours, wo mal eine Latte geht oder ein Rüffel passiert oder wo vielleicht mal irgendeine Stationate zu hoch ist oder ein Ochsner nicht übersprungen werden oder wo alles klappt und wo es auf Zeit geht, wo einfach Action ist. Also mit Action hat Horse Challenge nichts zu tun, aber das ist vielleicht auch gut so und zeigt eben auch, das Ross ist da wirklich ein Partner und kein Sport. Ohne jetzt die beiden Sportarten wieder gegeneinander abzuwägen. Aber es ist einfach etwas ganz Spezielles und etwas anderes. Ja, dann werden da jetzt eben jetzt die runden Gritter. Da gibt es wieder klare Vorschriften, was man alles muss machen. Und dann geht es weiter zu den nächsten Übungen. Da geht es darum, dass man da durchgeht und dann, glaube ich, stehen bleibt und dann eben die Wende macht. Hinten links sehen wir übrigens jetzt die Matratze, die dann ganz, ganz schwierig ist. Das kommt es dann gerade dem nächsten Mal. Da muss man einen Stopp machen und dann geht es rundherum. Und die ersten Hindernisse, ja, die haben also fast die meisten Roster eben gemeistert. Da muss man jetzt, glaube ich, dann im Seitenschritt dran vorbei. Und das erfordert doch schon einiges an Rittkönnen. So einfach ist das nicht, wie das aussieht, oder? Da geht schon fast richtig Dressur. Mal so sehe ich das jetzt mal laienhaft ausgedrückt. Und dann geht es eben jetzt weiter zu dieser Matratze, wo wir ja eigentlich denken würden, jetzt als Laien wieder, ja, da laufen die Ross locker drüber. Aber so ist es eben nicht. Sie sind sehr, sehr vorsichtig, das hat mich erstaunt. Die kleinen Rössli, habe ich das Gefühl, sind fast ein bisschen mutiger gewesen, sind ein bisschen unbedarfter darüber gegangen. Aber da seht ihr, wie man da spielen muss. Und jetzt in dem Fall ist dann weg dieser Matratze am Schluss nicht mehr gegangen. Die Ritterin allerdings hat es gewusst, sie kennt das Ross natürlich. Sie hat wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass es darüber geht. Das ist einfach einmal meine Ansicht. Und ist dann nachher im Schuss ist dann einfach gar nicht mehr viel gegangen. Aber ich weiss es, dass die Ritterin ganz sicher nie aufgibt. Und irgendwann einmal wird das alles auch noch so gut gehen. Und sonst halt dann eben halt auch nicht. Dann ist das eine gewisse Eigenart vom Ross. Das verhindert ja nicht, dass eben die Liebe da ist, die Partnerschaft da ist, eben zwischen der Ritterin und dem Pferd. Wir schauen jetzt zwei, dreimal so Sachen an, gerade mit dieser Matratze und dann eben nachher dem Hindernis mit diesen Pepflaschen. Ist wirklich ein ganz schwieriges Hindernis. Ich habe das Gefühl, es ist in dieser Kategorie etwas sehr Schwieriges. Aber eben, wie gesagt, es geht ja da nicht unbedingt um Punkt, um Zeit, um Siegen, sondern es geht wirklich darum, zu zeigen, was man gelernt hat und eben, um sich auch verbessern können.
Ja, wenn ein Ross vor einem so ein Hindernis tänzelt, dann braucht es doch einiges an reiterischem Können. Wir sind dann auf ein Geländeritz gegangen. Ich habe einen Haufen Ross überholt. Ich habe gewusst, es gibt drei Posten. Gefragt, haben die ersten Posten schon gesehen? Nein, überhaupt nicht. Es ist ziemlich lang gegangen, bis man zum ersten Posten gekommen ist. Und wer habe ich dort gesehen? Der Rocky mit der Jasmin. Das war der erste Posten. Ich weiß nicht genau, noch 1-2 Kilometer. Es ist darum gegangen, über die Stangen überzulaufen, ohne die zu berühren. Und boing, da hat er es halt kurz berührt. Ja, er ist halt ein lebendiger. Und am Schluss, wenn er jetzt stehen bleiben soll, da gab 4 Sekunden, hat er ein bisschen Gras gefressen. Von 10 Punkten hat es dann zu 8 gelangt. Aber die Jasmin und der Rocky sind zufrieden gewesen und haben das Urteil hingenommen. Es ist ohnehin relativ schwierig, um das zu bewerten. Aber die Richterinnen, die haben sich alle Mühe gegeben, um das möglichst fair und gut zu machen. Und überhaupt zu besprechen, warum es diese Punkte gegeben hat. Jasmin, gut gegangen, hä? Ja, er ist aufrauf gewesen. Jetzt ist auch ein bisschen ruhiger geworden mittlerweile. Gott sei Dank, gell? Beim Wassergraben musst du noch ein bisschen ermuntern, gell? Ja, er hat halt nicht. Er geht gerne ins Wasser. Er geht auch gerne schwimmen, aber Wasser anlehren findet er eben nicht so nett. Du, beim Parkour gibt es noch verschiedene Schwierigkeitsgrade, je nachdem, wie blond das Dritte ist, oder? Ja, genau. Nein. 8 bis 10 ist das Höchste. Ah, okay. Wenn es das 8 gibt, dann halt 5 und 0 ist nicht. Ist der Erfüllung. Genügend. Heilig, gell? Es war jetzt weniger, gewesen, weil er ein bisschen an der Stange angeschlagen hat. Das ist jetzt nicht so. Aber halt am Schluss, das mit dem Fressen wollen. Ja, sehr gut. Gibt halt ein bisschen Abzug. Durchschnitt, gell? Aber ja, aber sonst gut. Es ist fein, ja. Mega schöne Fahrt. Danke. Trocken, fein, das Wetter sehr fein und der Posten auch sehr fein, weil da hat man sich jetzt richtig können erholen, wenn man da Richterin war. Relaxen, warten. Es ist dann aber Schlag auf Schlag gegangen. Auf einmal sind ganz Haufen Ross dort gestanden. Eins ist nach dem anderen gekommen. Dann ist fast ein Stress bekommen. Und natürlich hat es dann eben auch Störungen gegeben. Es sind Autos vorbeigefahren. Und es ist wirklich Realität, was sich hier abgespielt hat. Dann mussten die Bauern natürlich auch mähen. Und in der Tat ein grosser Traktor ist hergefahren. Ja, aber die Ross, die haben sich hervorragend benommen. Sind ganz cool geblieben. Und die Richterinnen haben alle Hände voll zu suchen, um zu erklären, wie es geht. 4 Sekunden stehen, dann über die Stangen, hinten dran wieder 4 Sekunden stehen, kein Gras fressen. Ja, und dann gibt es 10 Punkte. Natürlich auch hier wieder verschiedene Kategorien, verschiedene Schwierigkeitsgrade. Das ist viel zu kompliziert, um das alles hier zu erklären. Der Hund, ja, der hätte wahrscheinlich gewonnen, hat er gemeint. Er könnte mitmachen, aber Hunde sind nicht zugelassen. Und dann ist eben eine Reiterin nach der anderen. Und da, das ist ja wirklich ein Bärli. Rechts Mama, links der Charmeur, das Rössli mit der Tochter. Übrigens, das ist übrigens eine Dornbirneri, die hat klar gezeigt, ihr Sauce ist ganz cool, auch wenn es dementsprechend gestört wird. Das jetzt wieder der Schachmöch. Was habe ich gehört? Stangen hast du nicht gern? Also ich eher? Sehr! Ja, wenn du schon sagst, Sauce ist Angst, dann Sauce noch umso mehr Angst. Ja, das hat sich vorher leider bestätigt in der Bodenarbeit. Oh, je. Ja, gut, und dann hoffen wir das Beste. Er eigentlich ein Springerhaus. Aha, ja, genau. Also es geht nur so Stangen in der Höhe, das macht er. Ja. So Stangen am Boden, nein, das geht nicht. Warum kommst du daher mit dem Schetti? Ja. Weil es bei uns umeinander ganz selten etwas gibt. So eine Veranstaltung. Und der Schetti ist aber ziemlich gell, viel Pelz, hat sicher wahnsinnig heiß, oder nicht? Das Schetti, das leidet heute brutal. Brutal, ja. Gell? Ja. Und du damit? Ich auch, ja. Ich leide mit meinem Pony, ja. Ist ja schwierig, gell, die Bodenarbeit. Das sieht einfach aus, aber es drückt, gell? Für ihn war es einfach, für den Grossen ist es ganz schwierig, ja. Warum denn das? Die Kleinen tun sich einfacher. Warum denn das? Ich habe den Zettel. Oh, jetzt geht's los, hä? Jetzt, Achtung, fertig los. Oi, jetzt. Komm, Charmeur, komm. Charmeur? Ja. Wahnsinn, du. Was ist der Charmeur? Aber Fehlalarm. Zuerst ist der Gerlin dran gekommen. Das ist meine Tochter von dieser Frau, die ich vorher geredet habe mit einer Baby, kommt von Bubiken, von Zürich. Und eben der Gerlin hat meine Tochter gesagt, er läuft nicht gerne über Stangen. Bei der Bodenarbeit hat sich das gezeigt. Und in der Tat war es so. Er ist von den Stangen nervös und hertänzelt. Ich habe mit der Mama hinten dran geredet und die Mama gesagt, siehst du, ich habe es genau gesagt, es wird auch nervös. Und wir haben gedacht, ja, da können wir jetzt abschreiben. Der Gerlin läuft nicht drüber. Und dann auf einmal, zack, zack, ist gleich drüber. Okay. Wir sind riesig überrascht gewesen, aber das ist über Horse Challenge, eine Herausforderung. Etwas probieren und dann merken. Ja, aber hallo, hey. Tipptopp, super. Hervorragend gelaufen, gell? Ja, super, wir sind mega zufrieden. Hervorragend gelaufen, hä? Ja.
besser, als ich gedacht habe. Ja, also. Ja, und jetzt, was kriegst du über? Jetzt? Ja. Ein Rüebli dann daheim. Ach so. Aber erst, wenn wir daheim sind. Ach so. Tja, muss halt alles verdienen. Der Schachmör, wie erwartet, ist hier locker drüber gegangen, hat ihn auch schön gewartet. Ja, das ist aber Horse Challenge. Eine Herausforderung annehmen, nie aufgeben. Und wenn es nächstes Mal Horse Challenge ist, gehen Sie selber vorbei.